Hey, ja, gut, dann. Kennt er das jetzt nicht? Muss ich mit Tastatur spielen? Ah, ich habe mich reingeklickt. Momento. PlayStation 1, ja. Original PlayStation 1. Und Resident Evil 2 auch. Und 4 war dann PlayStation 2 zum ersten Mal. Wir machen den Easy Mode. Easy, Freunde. Wir spielen nur für die Story, richtig? Resident Evil 3. It all began as an ordinary day in September. Okay. An ordinary day in Raccoon City. Okay. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Jill is so cool. I'm afraid already. Me too. Ja, du hast recht. Vierkampf für GameCube als erstes. What are they? No! Einstieg. Oh, Steuerung. Okay, Drehung, Rennen. Die Hände. Ich finde so in der Retro, also jetzt so in so Retro-Perspektive, ist das Game auch eben so ein bisschen knuffig.
Somehow, I'm still alive. Aber ich finde, die Grafik geht noch klar. Oh, we pre-ordered Resident Evil 4 Remake from Green... Okay. Green Man Gaming. Oh, you can pre-order it. Nice. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. Oh, that's good. How dare you tell me to go back outside? Yeah, Resident Evil 4 will be so good. But there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! Oops, too small. Aber Jill ist dafür auch, glaube ich, nicht so bekannt. Jetzt sind die großen Resident Evil Charaktere sowieso nicht. Also ist jetzt nicht Dead or Alive oder sowas. Also ist jetzt nicht so. Finde ich auch gut. Okay, hallo? I told you. I'm not leaving! Never! Es gibt doch gar keinen Rosenkohl. Es gibt dein Lieblingsessen. Na gut. The alarm has already been used. Okay. Ist hier hinten was? Danke für die Info. Da ist doch etwas hervorgehoben. Nämlich. Wow. Müssen wir eben die Manuals ablegen. Die nehmen Platz weg. Lustig, dass du in der Easy-Version direkt vom Anfang an so eine M16 auch hast. Yeah, Resident Evil 4 will be so good. Yesterday I watched some kind of trailer. Some YouTuber talked about that game. And he showed some new gameplay footage. It looks so great. Können wir das Mixgerät noch wegpacken? Lass die auch wegpacken. Die können wir später nochmal rausholen, wenn überhaupt. Ich nehme Shotgun einfach mit. Können wir das Shotgun ein bisschen rumschießen, richtig? Wir haben auch richtig viel Schuss. Du bist so richtig gut versorgt. What? Wir haben nochmal zweimal extra Muni für die Gun? Das ist zu übertrieben. Wir haben 24 Magnum-Schuss? Damn! Wenn du im Easy-Mode... Schenk dir das Game alles, was du willst. Mit dem Equipment kann man das Spiel schon durchspielen einfach. Du brauchst gar nichts mehr aufheben. Das ist ja lustig. Ja, wir gehen erstmal nur mit Shotgun, das ist okay. Und hier, wir legen die Dreierpackung ab. Wir haben einen. Right. Let's go. Achso. I saw something. Da habe doch ein kurzes Blitzen wahrgenommen. Ja. Wait. Wir können noch mal kurz hier einfach die nehmen und die einfach in die Truhe packen. Die Musik ist so gut. Vor dem Spiel habe ich mich als Kind so gegruselt. Auch vor der Musik, aber das ist so richtig, keine Ahnung, Nostalgie-Flash.
Ah. Oh, das Spiel will sogar, dass du in den Speicherraum gehst. Du kannst es nicht überspringen. Aha. I tried playing regular Resident Evil 4 with the mouse control fix mod. And it was okay, but still a bit aged. Yeah, I never played the mouse fixed mod. I don't know that exists. The normal control with mouse is awful. It's crazy how awful it is. But yeah, the game didn't age so well. But I think they... Ooh. Zack! Ooh. En garde! Ah! I'm very excited for Resident Evil 4 Remake. Das Fass kann man abschießen. Normalerweise rennt man ja dran vorbei, ne? Aber wir haben genug Ressourcen. Wir können alles abballern. Und hier kommt, glaube ich, auch nochmal ein Zombie raus. Seht ihr das? Oh. Ich glaube, wenn wir irgendwann nochmal hier vorbeilaufen, kommt da ein Zombie rausgestiegen. Ja, ja. Ah. Eigentlich eine Tür, wo man runter kann, in den Keller? Frage ich mich, brauchen wir, können wir so mixen? Ja, ne? Ja, ich glaube, das war ja später ein Ding, dass du da extra was für brauchst zum Mixen. Jo, geht. Wie lade ich nach? Jetzt. Kann ich nur übers Menü nachladen? Kann ich. Ich muss ja nachladen können. Wait. Normalerweise hätte ich gedacht mit X. Damn. Ich weiß nicht. Also, Moment, ist das ein Ding? Nein, das kann nicht sein. Das muss an meiner Steuerung liegen. Das ist irgendwie, das, keine Ahnung, ich hab... Ja, das muss an mir liegen, oder? Nein, das kann nicht sein. Das ist nicht nur übers Menü. Aber ja, wir müssen das übers Menü machen. Ich weiß nicht. Ich habe auch alles schon gedrückt. Also du kannst ja nicht so viele Optionen. Normalerweise geht's doch hier runter, oder nicht? Ah ja. Lass ihn! Ist der weg? Ja, der Dude ist eingeheizt. Viereck, ja, ich habe einen Xbox-Controller. Und normalerweise intuitiv würde ich auch sagen, ne, also, du hebst die Waffe und dann X. Bei mir ist A schießen. Und dann X ist dann nachladen, würde ich sagen, ne? Oder ich habe jetzt auch B gedrückt, jetzt spam ich B. Ich habe alle Tasten durch, sie kann ich nachladen.
Aber ich will jetzt auch nicht an der am Controller-Ding. Ich mache einen Workaround. Ich lade immer damit Menü nach. Ist zwar ein bisschen nervig, aber ich will jetzt nicht den Spielfluss jetzt so lange stören und rumbasteln. Zack. Yep. Oh. Ja klar. Ach so. Ist die gleiche. Wait. Liegt auch nicht an der Shotgun. Haben wir denn alles? Also ich finde echt cool, dass die, also dass das so gut aufgelöst ist. Freunde, wenn das jetzt die PlayStation 1 Version, also ich bin erstaunt von der GameCube Version. Wenn das die PlayStation 1 Version wäre, ne, dann jo, dann wäre es ein richtiges Pixelgewitter. Das geht ja sogar noch, klar. Das ist der Anfang. Ah, wir sind einmal im Kreis gerannt. Okay. Dann ist das das Warenhaus, richtig? Komm, bis zur Polizeistation schaffen wir es noch. Optionen schauen. Och, ey. Also, das geht ja so schnell, ne? Also, mich stört es jetzt gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. So, keine Ahnung. Ich glaube, das liegt halt, ich muss halt den Controller konfigurieren. Ich glaube, da ist irgendwas nicht. Obwohl, X geht ja so. Ich renne ja, ne? Mit X, oh. Aber die quasi die Kombination. Oder musst du so einfach? Andere Kombination? Nee. No. Kommt zu spät. Wow, gute Range. Uptown Girl. Nehme ich. Kann man das jetzt nochmal dick? Ja. Mixed Herb. Are you reloaded when using a GameCube controller? Hold down the aiming button and press B to reload.
Yeah, I'll do it. I swear. Ich schwöre. Ich drück Spam B. Also ich halte die Waffe ja gerade, ne? Hier X, B Spam, Y wäre jetzt Menü, den drücke ich mal. Obwohl, ist nicht, ist nur wenn man den nicht drückt. So. Und A schießen. Probiere es härter. Ja. Hab ich schon. Oh. Oh. Warte. Nicht nachgeladen. Ja doch. Auf falsche Taste gedrückt. Oh. Finger weg. Jill müsste schießen. Jill schießt. Jo. Obwohl, beide Shotguns muss ich gar nicht füllen. Eine legen wir also gleich sowieso ab. Ich glaube, wir verfolgen erstmal den mysteriösen Mann. Get away! Wow, fängt ihr? Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Yo! He's after STARS members. There's no escape. Wow. Da lässt er sich quasi mit den Worten zurück. Wir werden alle sterben. Er wird für uns kommen. Ciao. Überdramatisch. Über Angst einflößend. Dankeschön. Nimm das einfach, damit wir Platz haben. Ich glaube, hier ist ja irgendwie so eine Notiz. Oder so ein Foto. Clock Tower Postcard. A picture postcard of a clock tower. The following explanation is printed on the backside, a landmark spot. St. Michael Clock Tower. Okay. Ja, die Bullets lassen wir hier. Jetzt kommt ja auch mal Musik. So, jetzt muss ich einmal kurz auf die Karte gucken. Sind wir irgendwo nicht abgebogen? Und wir hätten abbiegen müssen? Hier so? Oh. Ja, ich laufe jetzt mal weiter. Mal gucken. Moment, das war das Ding, ne? Nee, okay. Ich habe mich jetzt nach unten verleiten lassen, jetzt laufen wir mal geradeaus durch. Oh, nochmal eine Gabelung. Thank you.
Oh oh. It's been bound tight with rope and won't open. The rope seems to be soaked with oil. Platzieren. Aimen. Feuer. Hä, die da hinten ist auch weggeflogen? Au. Okay. Ja, brauchen es nicht. Nein. Schon wieder für eine neue Teufelei. Hunde. What? Crazy, Jill. Crazy. Moment mal kurz. Das Ausweichfeature war quasi in dem Resident Evil auch ein Ding? Das heißt, in dem Remake Resident Evil 3 ist das Ausweichfeature quasi keine neue Mechanik, sondern sie haben das einfach auch geremaked? Das wusste ich gar nicht. Du kannst in Resident Evil 3 auch, also in einem Remake, auch so einen Seitfallschritt machen und ausweichen. Hab 3 nie gespielt. Ja, und scheinbar ist es aber, ich dachte, das wäre ganz neu, um das so ein bisschen mehr Würze reinzubringen. Haben die das extra fürs Remake gemacht, dachte ich. Aber scheinbar, sie ist ja jetzt gerade so ausgewichen. Haben die einfach die Mechanik übernommen. Also das gab es dann hier auch. Nie aufgefallen. Ich glaube, ich hab das Game ja schon öfter auch mal durchgespielt früher. Als Teenie und so. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie einen Ausweichschritt gemacht. Aber wir nehmen das einfach mit. Was ist das hier? Da müssen wir die Hydranten später ansetzen, ne? Ja. Weiter geht's. Also in der PlayStation-Version konntest du auf jeden Fall das immer wegdrücken. Auf der PC-Version auch. Also du konntest die Türen einfach überspringen. Jetzt gerade hat der Tastenspam nicht funktioniert. Okay, da geht's lang. Ich glaube, hier geht's zur Polizeistation. Ja. Man sieht es im Hintergrund. Schloss Hyrule. Schloss APD. Wer ist das? Fight with the monster at the police station.
Alter. Ich glaube, man kriegt immer... Da sieht man, dass Jills bei den Stars ist. Ich glaube, wenn du den... Oh! Jo, das ist gruselig. Ja, das stimmt. Ist das so, wenn man hier jetzt lang genug stehen wird, dass er dann jemand doch durchbricht? Nee, die Musik hat aufgehört. Moin. Ja, in Resident Evil 3 ist die Police Station jetzt nicht das große Kapitel. Das ist nur Pistol-Ammo, ne? Ah. Brauchen wir noch eine Schlüsselkarte für? Yep. Ist das eigentlich Marvin? Ah. It's RPD Officer Marvin. He's been fatally wounded by zombies. Ja, im Resident Evil 2 Remake hat Marvin auf jeden Fall da eine größere Rolle. Marvin's Report. There are reports of... Ah, nee, ich lese das nicht alles vor. So, wie... Nee. Wir machen hier jetzt kein Story ran. Oh. Was ist das? Diamanten. Geht das hier irgendwo direkt oder kriegt man das später erst? Ah. Yo. Sah die so aus? What? Okay, in 3, weil kann ich mich... Ich weiß, dass in 2 steht da... Wenn du hier, also du besuchst ja die Polizeistation in 2 und 3. Ja. Und in 2 ist es auch eine Frau. Aber die hat quasi so braune, kurze Haare, das weiß ich nicht. Es gibt quasi so ein Model für eine Frau in 3. In 2 meine ich. Die hatte ich halt auf dem Schirm. Cool.
Speicher, glaube ich, mal. Weil die Sache ist, wir könnten mit der Magnum den Nemesis auf jeden Fall schnell wegschießen. Also eigentlich haben wir alles, das ganze Equipment und Rüstung und ist ja auch Easy Mode. Von daher hält er wahrscheinlich sowieso nicht viel aus. Egal. Ja, in der Geschwindigkeit steige ich auch mal die Treppen hoch. Ich weiche einen aus. Gem? Muss ich den... Nee. Ja? Nee. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ach so. Ach so. Können wir jetzt noch ein großes reinpacken? Nee, dann lieber nicht. Wait. Gibt's den Starsky da in diesem einen, in dieser einen Schachtel und Marvins Report steht jetzt quasi diese eine Zahl? Ne. Ne. Warte jetzt kurz. Hatte kurz was im Kopf. Nein, 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 nein. Ich drück mal über die falschen Tasten. Finger weg! Oh, hier kommen wir noch rein. Oder auch nicht. Jo, der nimmt doch richtig Fahrt auf. Er ist richtig aggressiv. Wo gibt es jetzt den Schlüssel? So, ich weiß noch gar nicht. Ah, ich komm von der hinteren Tür. Okay. Ah ja. Das war so gruselig für mich als Kind. Diese engen Gänge und dann kommen manchmal da so Hände raus. Aus den Fenstern. Das hat mich sehr schockiert. Oh. Keycard. Starscard.
Das ist sogar die von Jill, oder was? Moment. Check. Das war ihr Gesicht drauf. In der D-Card for a Start, wo Jill Picture on it. Ach, was? Was? Wie geht der random in der Polizeistation? Kann sie nicht in diesen Saal? Und dann liegt das da quasi auf dem hier? Ihre ID-Card? Was ist das? So ein Versammlungsraum? Als ob. Ihre eigene auch, vor allen Dingen. Tatsächlich brennst du das ja nur Siebel 2. Also eigentlich müsste das ja quasi kaputt sein. Kaputt gebrannt. Das Bild. Okay, wir haben die ID-Card. Ab hoch. Wait. Oder sollen wir einfach nochmal hier weitergehen? Ja, wir können einmal gucken, was in der Ecke ist. Da geht's nicht weiter. Ah. Genau, das ist die gleiche Polizeistation, ja. Wir haben halt nur die Karte so ein bisschen... Es ist nur die linke Seite. Also das ist quasi die ganze Polizeistation. Das meiste ist abgesperrt. Du sollst halt nämlich... Also jetzt gleich wird es so sein... Du sollst halt hoch zum Stars-Büro, da kommt dann Story-Part. Und dann flüchtest du ja quasi aus der Polizeistation von Nemesis. Deswegen ist es quasi nur dieser kleine Part, aber... Ist eigentlich... Also ich fand das ziemlich cool früher, weil du das halt kanntest. Also es gibt nicht viele Videospiele, wo du so... Wo es in der Fortsetzung, wo du an Orte zurückkehrst, die du im Polring-Teil schon hattest. Also das habe ich ziemlich gefeiert. Dass man dann wieder in der Polizeistation ist. Schon cool. Ist auch das gleiche Layout. Also ist alles genau gleich. Ich hatte ihn vergessen. Ich mach den mal weg. Jojo, Dankeschön fürs Zuschauen. Mach das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir eigentlich reinkommen. The Stars Key. Nein, ich habe die Stars Card. Das ist doch eine Keycard. No. Aber ich dachte... Eigentlich... Wofür ist denn dann die Keycard? Oh, für unten, richtig? Für den PC wahrscheinlich? Vermutlich. Du musst natürlich, also es muss ja natürlich die Polizeistation Zeit ausgekostet werden. Und somit schickt das Spiel dich quasi erstmal wieder ganz zum Anfang, damit du dann wieder komplett ins Büro hochrennen kannst. Ja, ja, ja. Ich hätte es besser wissen müssen. Wir müssen erst jetzt wieder komplett zurück. No, yeah.
Und das lässt dann die Leiter runter? Starsword has been moved to the evidence room. Ach so, und du kannst von hier dann den Starsroom öffnen. Oh, unten, da unten, das Testbild ist ja lustig, das ist so ein Zombie-Gesicht. Test. Warum ist das da? Ah, today's password for the safe. Ah, 0513. Ja, dann machen wir das als erstes. Da gibt es ein Staatsbüro. Das ist jetzt auch dann offen, richtig? Ha. Huh. Vielleicht finden wir den Key in dem... Na, sicher bin ich mir nicht. Last office has been moved to the evidence room. Musik ist so gut. Habe ich denn hier was verpasst? Ich habe Schreibtisch oder so. Es ist nicht so kompliziert. Hätte nicht gedacht, dass da in dem Safe... Ich dachte, da wäre was Optionales. Munition oder so. Hätte nicht gedacht, dass in dem Safe ein Schlüssel-Item ist. Der Schlüssel. Lockpick. Noch irgendwas Interessantes? Jill, die kleine Hobbypsychologin. Ja. Also, ist das doch ihr Bruder, oder nicht? Nee, das ist Chris Redfield. Ah, nee, alles gut. Ich dachte kurz. Big boy.
Big Boy. War das nicht mal random, was da drin sein kann? Dass man da Glück oder Pech haben kann oder sowas? Ist hier noch was? Packs vom Kendo Gun Shop. Somewhere Edge. Die Somewhere Edge, war das nicht die Wesker's Pistol? Die konnte man, glaube ich, auch in Resident Evil Zero spielen als Zusatz-Item. Haben wir jetzt was bekommen? Irgendwas Tolles? Lockpick. Ich glaube, es ist gleich Nemesis-Zeit, ne? Ich glaube nicht, dass das so gruselig ist, aber ich habe irgendwie Muffensausen. Nostalgie-Muffensausen. Let's go. Okay. Jo, die Musik. Die ist anders wie zuvor. Das ist nicht mal so friedlich. Okay. Moment, wohin soll ich gehen? Soll ich einfach flüchten nach Hause? Ja, wir haben alles wahrscheinlich raus dann, ne? Es sind auch nur zwei Räume eigentlich. Das sind nur drei Räume, wo du durch musst. Oh oh. Ich hab Angst. Stars, Stars. Weg! Eigentlich sollten wir sogar gegen den kämpfen. Habe ich gerade gespeichert noch? Der kommt doch auch durch die Tür, richtig? Eigentlich müsste er... Und da gibt es einen Raum Pause. Eigentlich kann der auch in einem kleinen Raum da sein, glaube ich. Stars. Hallo? War das so, dass er quasi immer so wirklich einen Raum Pause macht? Das kann doch gar nicht. Der muss doch viel konsequenter. Der muss doch viel härter ran.
das war's? Nein. Moment, haben die das abgeschwächt für die GameCube-Version? Das kann auch gar nicht sein. Ich speichere jetzt hier und dann gehen wir da wieder rein. Haben die das irgendwie so... Ist das der Easy-Mode oder was? Das ist dann auch wirklich so, dass du immer noch einen Raum Pause bekommst oder so? Und nicht, dass du wirklich verfolgt wirst? Weil ich speichere den Shit. Ist das der Easy Mode? Ist es die GameCube-Version? Also ich hatte in Erinnerung, dass der quasi dir wirklich konstant folgt. Und nicht einfach so. Also das ist ja schon fast... Das ist ja schon fast Altherren Resident Evil 3. Nemesis? Nemesis? Oh. Jo, das ist gut. Bleib doch mal so. Nein! So, und jetzt musst du mir eigentlich direkt folgen. So ein Scheiß. Ich glaube, der braucht einfach super lange, bis der den nächsten Raum betritt. Lassen wir so. Weil das, da hängt zwar am Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht genau. Shit, ich hab mir das ein bisschen... Ich hab mir das eigentlich schon ein bisschen... anders vorgestellt. Dass er ein bisschen mehr Butter bei den Fischen macht. Ah ja. Was war das? Was war das? Hallo? Knuffiges Tierlein? Ist es random?
Aber das ist irgendwie schon cool, weil sie, keine Ahnung, dass es so unberechenbar ist, finde ich ganz nice. Oh. Ja, ich brauche den Schlauch. Ich muss unbedingt was ablegen. Ja, was braucht man alles, was braucht man nicht? Ui, war die Stars Card überhaupt nur für den PC? Ich glaube, der Blue Gem ist quasi für den Park später oder so. Da muss man verschiedenste Gems, glaube ich, einlegen. Kann das sein? Grenade Launcher können wir auch ablegen. Wir bleiben einfach bei der Shotgun. Nein. Nein. So. Okay, weiter geht's. No, no. Warte. Downtown Map. Braucht man eigentlich wirklich Karten? Vielleicht. Aber eigentlich, Resident Evil 3 ist schon sehr linear.
No. Lass mich. Alles ist One-Shot. Der ist a Power Supply connected. Was heißt das? Batterie? Oh. Hier ist richtig, ne? Ja. Glaube ich. Glaube ich, kam von einem anderen Gang. Warte! Gut, der heizt immer ein. Scum! Hallo? Firehook. Wait, da können wir jetzt direkt die Luke da öffnen? Ist es das? Als ob. Klatsch. What's that? Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah. We came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Oh. Okay. Run to the basement. Hide inside the kitchen. Geht das? Lass mal machen. Wo versteckt sie dich hier? Das war Hide inside the kitchen? Are you crazy? You could have barbecued both of us. Jo. Hat alles gut geklappt. Tatsächlich hat Carlos und Jill haben im Remake eine richtige... Ja, cool. Ah. Sackgasse. Gute Idee. Schieß ihn. Ich kann mich nicht drehen! Wait. Wir haben ja nur die Shotgun. Zack. No mercy. Star. Oh, ist er betäubt? Star. Oh, sie ist tot. Stars.
Okay, er droppt nichts. Alles in Ordnung? Achso, was ich sagen wollte, die haben eigentlich im Resident Evil 3 Remake eine kleine Romanze. Aber in diesem Teil scheinen die... Oder vielleicht doch, vielleicht später erst. Keine Ahnung. Ich gehe ins Basement. Was? It's a freezer. Ja, geh doch rein. Schacht hier? Was ist mit Carlos eigentlich? Wo ist der denn? Damn. Kommt der mit oder nicht? Hier geht gar nichts. So, Vielleicht kommen wir später nochmal hin. Oder so. For the drain. Das fand ich auch immer super gruselig. Als kleiner Junge, dass der Nemesis jetzt weg ist. Und dann hast du es halt nicht besiegt. Ne? Die Leiche ist verschwunden. Und das Coole ist so, man wusste ja nichts. Und man hat immer gedacht, der kann halt immer wiederkommen. Natürlich gibt es da bestimmte Segmente in dem Game. Aber das wusste man als Kiddo ja nicht. Und man hat immer gedacht so, oh, jetzt gleich kommt er wieder in der Nähe. Also, wenn du durch die nächste Tür gehst, dann ist vorbei. Ey, was soll ich hier machen? Wir haben ja das Kabel hier bekommen, richtig? Oder nee, nicht mal. Nehmen wir Carlos mit? Wohin? Lass mal gucken. Vermutlich hierhin, richtig? Das sieht so einladend aus. Wait, I have to ask you something. I know. You want to ask me out? All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. What? Keep dreaming. Tell me, why did Umbrella send your team in? We're here to rescue the civilians. Don't lie to me. Umbrella is the reason why this whole mess began. Look, we're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else. I am not with Umbrella. Believe it or not, we're only here to rescue the civilians. If you can trust me, then help us. Think about it. Wir wecken aus dem Stumpf. Oh. Hey.
Sackgasse, richtig? Ah. Okay. Wir brauchen eine Attrappe oder sowas. Oder wir müssen da was reinpacken, das Buch. Habe ich noch Platz für ein bisschen Healing? Die Musik ist super. Ja. Ich muss eigentlich nur hier vorbei. Nicht mal. Nee, alles gut. Wo bin ich jetzt gerade dran vorbeigelaufen? Hier ist noch eine Tür. Ach, das war das mit der Batterie. Das war hier der Fahrstuhl, oder? Ja, das war der. Okay, wir gehen erstmal hier nach links. Speicherraum und hier geht's weiter. Newspaper Office. Das soll gemacht werden. Wir waren doch richtig. Wow, wie er da hinten getroffen wird und umfällt. Ja. So viele Schuss. Ich würde sagen, wir schießen die Pumpgun leer. Da sind noch ein paar Kugeln. Und dann switchen wir irgendwie auf eine coole Magnum oder so. Also ich schieße einfach alles leer. Nehme ich. Ist hier noch was? Oh. Hier gehört, glaube ich, der blaue Gem rein, richtig? Ja. Zwei Stück fehlen. Mhm. Kann ich nicht schieben? Muss ja noch nach hinten schieben, oder? Es ist auch perfekt platziert, oder? Du musst einfach nur geradeaus schieben, kann das sein? Warte.
So geht's hier drauf. Muss es nur einmal gerade ausgeschoben werden? Yo. Keine Schwierigkeiten für den Spieler. Foto B. Das könnte auch ich sein. Close-up Shot auf Zombie. Auf Mama Mutti. Okay. Lala. Fällt er so her? So. Also ich würde nicht, also das ist eigentlich das Falscheste, was du machen kannst. In einem brennenden Gebäude quasi nach oben zu rennen. Das müsste Jill eigentlich besser wissen. Man sieht sie ja im Special Rescue Team. Aber sie weiß Bescheid. Sie kann das handeln. Und fort. Ich gehöre zu Stars. Ich muss hier durch. Liegen bleiben. Schon. Ich meine, wir sind hier in einer Apokalypse. Jill hat nicht so viel Zeit zu lesen. Sie muss halt schnell handeln. Ne? Sie kann die Sachen ja mitnehmen und dann später lesen. Nein. Ah, hier ist der zweite. Ah, dann können wir direkt schon weiter. Das war's, du kriegst nur einen Gem. Okay. Da noch weiter? Nee. Obwohl doch. Ach ja, stimmt, das ist die... Ich glaube, da kommt man später. Man kommt hier nochmal, glaube ich, zurück und dann gibt es auch nochmal eine Nemesis-Situation und sowas. Denke ich.
Ist das der Richtige? Der sieht irgendwie so dick aus. Aber ich meine, wofür soll man den sonst gebrauchen, richtig? Es muss der Richtige sein. Ich glaube, ich denke immer viel zu kompliziert. Was für ein Schlüssel eigentlich? Also was für ein Art, das Tor, die City Hall zu öffnen? Wenn der Hausmeister oder die Putzkraft morgens oder abends kommt oder verlässt, haben die dann auch immer so einen Edelstein dabei oder was? Wie umständlich. Was für eine Schlüsselmechanik, du. Okay. Die Gabelung. Fifty-fifty. Ah. Ich glaube, wir brauchen erst noch was. Kann das sein, bevor wir hier... Ah ne, wir haben doch die... Wenn das die richtige ist. Kann ich? Egal. Oh, Jill. Jetzt brauchen wir, glaube ich, so eine Zange oder irgendwie sowas, ne? Und ich will ihm die Shotgun. Na, oh, chill. Diese so Endzeit-Apokalypse. Und dann macht sie auch noch da die Ding kaputt. Und dann hat sie den Salat. Yo, gehe vorbei. Ihr werdet alle noch aufstehen. Ja. Nimm nicht zu viel auf. Da kommt bestimmt gleich noch was. Gesprengt. Ah, hier ist ja der Zug. Muss das Kabel rein? Canix Mimo.
Ja. Okay. Fuse is broken. Ah, du brauchst verschiedene Parts und dann kannst du weg. You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Nikolai? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? Nikolai, die kleine Bitch? You mean the RPD Special Force Team? Yeah. Hey, is someone wounded back there? Ich mag Nikolai nicht. Zumindest in Resident Evil 3 Remake. Oh, this looks bad. They're coming. Get ready! Fire! Fire! Stay together! Calm down. Er ist im Trauma gefangen. Everything is gonna be okay. Das sagt sie doch nur so. Er liegt da blutüberströmt. Das sagt sie doch nur so. So Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Yeah. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Damn, das geht Once einfach. We get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Ey, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ist in dem Original Resident Evil 3 Nikolai auch später dann der Oberbösewicht? Oder ist Nikolai in dem Teil gar nicht so wild? Und die haben den quasi... Weil ich meine, du, am Ende kämpfst du gegen Nemesis die ganze Zeit, aber nicht irgendwie groß, also dass Nikolai nicht groß irgendwie als Antagonist involviert ist. Oder ich habe das alles nicht auf dem Schirm, das kann auch sein. Ah ja, genau das. Okay, wir müssen wieder zurück. Das war's. Nein. Kommst du nochmal vorbei? Jetzt aber eilig. Oh.
Ja, ja. Zurück. Und jetzt vergeig es nicht. Weil wir kombinieren einmal das Grüne mit dem Roten. Und zuvor will ich einmal probieren. Wie kann ich nochmal raus? So, ja. Ob das hier noch geht. Ah, ja. Da mal reinspaziert. Jill! Hey, the zombies are getting restless. I know. I can hear Kirchengesänge. What's going on? Dass die irgendwie wüten. Ein Orchester anstimmen. Jill! What's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Nicht Carlos! B, D, B, C, A, A, B, A, D, D, C, B, A. Mist. Nice, ja, okay. Das wollte ich. Jo. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht mal, was ich zu tun habe, wenn ich ehrlich bin. Was wollen die von mir? Jo, geil, yes! Hast geschafft. Easy. Easy. What? Wollte ich schnell noch das First Aid? Der ist tot? Relax, I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. Die Tankstelle brennt. That hero stuff is harder than it looks. Leute, wir sollten hier verschwinden.
Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Vielleicht sollten sie sich einfach küssen. Keine Zeit. Moment, wir brauchen jetzt Machine Oil. Und was war das letzte? Das Kabel habe ich angebracht. Dann brauchte das ja noch Öl und... Den? Weil... Also, ja? Nein? Moment, aber ist sonst... Was ist das? So, ne? Hm. Mal gucken, was hier geht. Oh, oh, oh. Hab ich verjagt. Das Bronzebuch, das brauchen wir für die... Schalter oder sowas. Ja. Jetzt müssen wir komplett zurück in dem Dings. Ich meine, das ist ja auch nicht weit, aber... Ist das so? Wir gehen jetzt nicht nochmal zu dem hier zu dem Waggon. Oder doch? Ich glaube, wir müssen eher zurück, als dass wir mal kurz gucken, was ich habe. Ja, wir setzen einfach das Buch ein. Würde ich vorschlagen. Weil wenn wir den Zug fertig bekommen, kommen wir nicht wieder zurück. Und ich glaube, das ist noch nicht alles so... Denn das ist eigentlich voll krass. Das Game ist eigentlich super klein. Also das bestimmt... Was ist los? Sollen wir mal gucken, wo ist das Restaurant? Hier, ne? Nee. Doch. Doch. Die Musik. Voll cool. Kann ich das jetzt auch wieder mitnehmen?
Oh Gott. Ist das so? Brauche ich das? Eben erstmal alles mit. Wer weiß. Okay, tatsächlich weiß ich aber überhaupt nicht, wo ich das einsetzen soll. Was war das nochmal? Das war... Ah, der Aufzug. Und für den Aufzug brauchte ich eine Batterie. Aha. Ja, ich frage mich jetzt nur, in diesem Postoffice, da brauchen wir auch nichts einsetzen. Also, wo geht's jetzt weiter? Was muss ich machen? Oder setze ich den... Setze ich... Lass mal einmal gucken. Future in my hands on it. Vielleicht wieder in der gleichen Statue einsetzen wie... Ah, ja, guck mal. Ich hab so viel Scheiß. So viel Unfug. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Oder vielleicht nachher für... Den tue ich jetzt mal weg. Vielleicht nachher noch für den Zug. Jumpscare. Warum ist der eine Rahmen jetzt abgestürzt? Ich habe gar nichts gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach das andere hier einsetzen. Nein, er hält nichts mehr in der Hand. Ist genau das. Ding war viel zu kompliziert. Was ist die Batterie? Hat sich auch noch praktischerweise so umgedreht, dass es einfach richtig ist und man nichts mehr machen kann.
Appalotti. Kann man dann irgendwas kombinieren hier? Okay, wir haben die Batterie für den Aufzug. Das heißt, wir gehen dann nochmal zurück. Die Raben. Moin, ich bin zurück. Ja. Wer schneller ist, wer schneller beim Aufzug ist. Was? Wer sie ankotzen? Damn! Die kotzen. Was ist das? Hier scheint der Ausgang zu sein. Lustig, den Part kenne ich aus Resident Evil 3 Remake, aber das Originale habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Klar. Was ist, wenn man zweimal mittelmäßiges Gun, also gelbes, kombiniert? Ach, ich habe gar nicht die Kombinationsmaschine. Ach doch, geht. Achso, die Maschine ist erst da und dann machst du da... Ah. Klar. Ich drücke immer Knöpfe. Rot. Auf wie viel muss das sein? Auf 100? Thank you.
Nein! Nein! Ja, natürlich. Wie aggressiv. Electricity output increased. Der Sound. Okay. Das hat Spaß gemacht. Wir sind durch? War das quasi... Ja, wir können hier noch rein. Und hinter uns in den Gang auch. Wir machen nur 25. Das können sie nur um Stunden handeln. Ich weiß es nicht, ob...
Steht da überhaupt? Warte. Steht da, wie viel? Volt. Ah. Also eher gering. Das war schlecht. Das ist schlecht. Mist. Stimmt, die Fuse. Die brauchen wir noch. Dann haben wir jetzt alles. Sind wir eigentlich weg. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine dicke Nemesis-Section. Aber so weit, so gut. Okay, das war ja im Endeffekt nur ein Raum. Da haben sie das quasi in dem Remake auf jeden Fall ein bisschen ausgeweitet. Ja, dann gehen wir zurück. Ich glaube, wir haben als Maschinenöl, Fuse. Ja. Noch mal schnell. Aber irgendwie ist das was komisch, weil eigentlich haben wir jetzt alles zusammen, um mit dem Zug wegzufahren. Aber ich dachte, es kommt noch eine... Also es kommt da noch was dazwischen. Ich glaube, den Lockpick... Meinen wir. Wir legen ja sowieso für Sachen ab und die Shells sind ist ja auch nur eine von da, die ist dann auch gleich weg. Also es wird auf jeden Fall gleich weniger. Versuche ich jetzt einzuheizen. Ich dachte eigentlich noch, dass da noch ein paar Parts dazwischen kommen.
Aber dann legen wir jetzt alles ab. Oder kommt man nochmal wieder zurück tatsächlich? Man wird sehen. Rettungsschwimmer. Hier Boris Becker. Hechtrolle. Hechtsprung. Nikolai! Ah, das ist ja gar nicht Nikolai. Don't come any closer! Engine ist da um die Ecke. Könnte das schon längst klar machen. Mikhail, do you have some kind of death wish? My people, they were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Mikhail ist, glaube ich, gar nicht so der schlimme Finger. Der opfert sich, später, glaube ich, auch noch. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Alles klar. Achso, wir sind richtig. So, eigentlich müssten wir jetzt alles haben, ne? Natürlich. Natürlich ist das richtig. No small machines, it can't be used for the last size machinery by itself. No. Okay. Passt es doch. Ich hatte es geahnt. Ich verstehe. Ich komme nochmal zurück. Ist hier noch wer? Alle weg. Ja. Ja. Da hatte ich mich verkalkuliert. Aber dann passt es doch mit meinem Gedächtnis. Also, du fährst mit dem Zug wirklich erst weg, wenn du hier komplett fertig bist. Und eigentlich hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf so Parts,
die eigentlich noch passieren müssen. Okidoki, ja, wir können hier irgendwo speichern, ne? Wir können eigentlich nochmal zurückgehen und speichern. Warum ist das eigentlich ihr Special Outfit? Warum geht sie so eigentlich in die Mission? Das ist quasi ihre... Jill Jackson. Woohoo. Iha. Sie tanzt sich durch die Apokalypse. Hihi. Das Coole ist, du hast halt keine, nicht mehr die nervigen Steps. Okay. So, also es war eigentlich cool. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Ich denke, wir machen das morgen weiter. Ich glaube, das ist schnell, wir haben das schnell durchgespielt. Ich glaube, dieses Game ist kein großer Akt. Weil das sowieso auch alles in meinem Kopf, also wir sind jetzt schon super weit, also wir sind nicht weit, aber in meinem Kopf war das alles länger gezogen, als es tatsächlich war. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Maschinenöl. Ich leg das erstmal ab. Nein. Das leg ich auch ab. Oh, das Buch brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja. Korrekte Moon, du. Ja, wir spielen das, glaube ich, morgen schnell durch. Easy. Ich hätte es auch jetzt noch durchgespielt, aber ich bin ja schon so lange im Stream, deswegen brauche ich auch noch eine Pause. Aber ist ja auch gut. Dann genieße ich es morgen. Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, falls auch wer da ist. Und wer mag, bis morgen. Bye bye.